Was wäre ein Tag ohne Kaffee? Bei manchen wohl ein ziemliches Trauerspiel. Manche Menschen funktionieren nur noch mit diesem schwarzen Gold in ihrem Blut. Andere haben andere Sachen, worauf sie am Tag nur sehr ungern verzichten. Es gibt Dinge in unserem Leben, die ein täglicher Begleiter sind. Ebenso wie Kaffee. In der Bibel finden wir zwar keine Aufforderung, Kaffee zu trinken, man sucht das Wort Kaffee vergeblich. Übrigens auch das Wort Tee. Aber umso mehr finden wir das Wort Gebet oder Bitten. Wie der Kaffee bei vielen ein Alltagsbegleiter ist, sollte es das Gebet genauso sein. Gerade im Jakobusbrief ist das Gebet ein wichtiges Thema. Und steigen wir mal direkt bei Jakobus 1, Vers 5 ein. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn wir einen Kaffee trinken, dann erwarten wir auch eine Wirkung davon. Genauso dürfen wir auch vom Gebet Wirkung erwarten. Gebet hat Wirkung. Gerade auch dann, wenn wir ganz dringend Weisheit in einer Sache brauchen. Gott hat es versprochen, dass er sehr gerne Weisheit gibt. Es ist sein ausdrücklicher Wunsch. Aber oft bitten wir um Weisheit erst dann, wenn es richtig brennt. Gott gibt gerne, ohne Vorwurf. Er sagt nicht, jetzt bittest du mich schon wieder um Hilfe. Langsam solltest du es kapiert haben. Nein, er sagt viel eher, hier mein Kind, ich gebe dir gerne. Ich gebe dir sogar mehr, als du mir bittest. Ja, Gott denkt im Großen. Er hat den ganzen Heilsplan vor Augen. Er hat den Überblick über alles. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Aber er übersieht niemals die Details. Auch wenn wir denken, dass unser Anliegen klein und unbedeutend ist, was auch immer bei uns ansteht, wir dürfen Gott um Weisheit bitten. Er gibt gerne. Besonders dann, wenn wir vor Herausforderungen stehen. Lies man nämlich die Verse 2 bis 4 vorher, sieht man, dass das Gebet um Weisheit besonders für diese Zeiten gilt. Da heißt es, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancher Anfechtung geratet. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn Schwierigkeiten da sind, gesundheitliche Probleme, Stress in der Familie, eigenes Versagen, dann darfst du Gott um Hilfe, um Weisheit, um Stärke bitten. Er wird sie dir geben. Er wird dir durch all die Schwierigkeiten durchhelfen, auf seine Weise. Ja, Gott gibt gerne von seiner Weisheit, ohne Vorwurf. Das dürfen wir in Anspruch nehmen. Oft hängt aber die Wirkung einer Sache vom Glauben ab. Glaube ich, dass ein Kaffee Wirkung hat oder nicht? Wenn wir aber an eine Wirkung glauben, dann kann selbst ein Placebo wirken. Placebos, das sind Medikamente, die eigentlich keinen Wirkstoff enthalten. Ebenso hängt die Wirkung unseres Gebetes von unserem Glauben ab. Gebet braucht Glauben. Denn Jakobus setzt seinen Text in Jakobus 1, Vers 6 bis 8 folgendermaßen fort. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch
denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Diese Verse stellen uns die Frage, wie ernst es uns mit unserem Gebet ist. Sind es reine Floskeln, die wir herunterleiern, so nach dem Motto, ja, ich glaube an Jesus, da kann es ja auch mal nicht schaden, mal zu ihm zu beten. Glaubst du wirklich, dass Gott das erhört, was wir ihm sagen? Doch der Zweifel ist genau das, was deinem Gebet die Wirkung beraubt. Der Zweifel ist es, der unser Gebet nur bis zur Zimmerdecke kommen lässt. Und dann müssen wir uns auch nicht wundern, warum sich nichts tut. Jakobus 1, Vers 7 hat es ja deutlich ausgedrückt. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ja, was ist jetzt, wenn wir merken, dass die Zweifel einfach nicht weggehen? Wir wissen, dass sie nicht richtig sind, aber jedoch schaffen wir es auch nicht, uns davon zu lösen. In Markus 9, Verse 14 bis 27 steht eine Geschichte, wo es genau um diesen Zweifel geht. Ein Vater bringt seinen besessenen Sohn zu Jesus. In diesem Zusammenhang sagt Jesus in Markus 9, Vers 23 bis 24 folgendes. Da heißt es, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist dem möglich, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Dieser Vater wusste, dass in ihm so viele Zweifel waren. Er glaubte nicht an die Rettung seines Sohnes. Und doch wusste er, dass Jesus die Macht hat, seinem Sohn zu helfen. So kam er trotz allem Unglauben zu Jesus. Jesus half auch auf seine Weise. Und behalte diese Verse in Erinnerung für Momente des Zweifels. Gerade dann, wenn der Zweifel droht, Überhand zu nehmen, dann bete Markus 9, Vers 24 mit. Ja, genauso dürfen wir all den Zweifel, den Unglauben vor Jesus bringen. Und er wird helfen. Wenn wir aber die Zweifel in unserem Herz wuchern lassen, so sagt Jakobus ganz deutlich, wundert euch nicht, wenn euer Gebet keine Wirkung hat. Traust du Gott zu, dass er durch dein Gebet wirken kann? Ja, so wie beim Kaffee. Sofern man es nicht mit diesem Getränk übertreibt, ist es eine Hilfe, konzentrierter durch den Arbeitsalltag zu gehen. So geht es mir zumindest. Ja, Kaffee hat Kraft. Aber die weitaus bessere Kraftquelle ist das Gebet. Gebet hat Kraft. Der Jakobus fängt mit Gebet an und hört mit Gebet auf. Jakobus 1, Vers 16b bis 18, da heißt es folgendermaßen. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Hier wird die Macht des Gebetes so richtig deutlich. Das zeigt uns der Jakobusbrief anhand vom Propheten Elia. Wenn ihr es mal im Alten Testament nachlesen wollt, könnt ihr 1. Könige 17 und 18 lesen. Es war gewaltig, was dieser Mann bewirkte. Denk nun mal an diese Kraftprobe am Karmel, wo er Feuer vom Himmel fallen ließ. Und genauso betete dieser Mann, dass es 3,5 Jahre nicht regnen sollte. Gewaltig. Doch was sagt Jakobus dazu? Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir.
Dreht man das, heißt es das auch, dass du und ich genauso viel erreichen können durch unser Gebet. Bist du dir dessen bewusst? Also ich kann nur staunen über Gott. Er segnet uns mit so vielem und hat uns mit dem Gebet ein mächtiges Werkzeug an die Hand gegeben. Aber woran liegt es, dass wir nicht in der gleichen Weise wirken können? Es liegt an etwas, was wir heute schon angeschaut haben. Zweifel. Wir zweifeln an Gottes Möglichkeiten, durch unser Leben zu wirken. Ist es nicht so? Wir haben kein Problem zu glauben, dass Gott Wunder tut, aber es fällt uns schwer zu glauben, dass er in unserem Leben Wunder tut. Aber eigentlich ist das blödsinnig. Das größte Wunder hat er im Leben jedes Gläubigen schon vollbracht. Nämlich an dem Zeitpunkt, wo er uns zu einem neuen Menschen gemacht hat und wir Gottes Kinder wurden. Also, genauso wie ein Kaffee für viele ein alltäglicher Begleiter ist, so sollte es das Gebet noch viel mehr sein. Nutze das Gebet. Nutze diesen geistlichen Kaffee und staune, was Gott tut.